Millionär werden. Über Nacht. Davon träumen Menschen in aller Welt. Die einen träumen von der Stadtvilla, die anderen vom schnellen Auto. Und obwohl viele wissen, dass das schnelle Geld oft auch an Probleme geknüpft ist, würde wohl trotzdem keiner einen ein-, zwei- oder dreistelligen Millionenbetrag ablehnen. Doch dass der Traum, wenn er dann endlich wahr wird, auch schnell zum Albtraum werden kann, mussten schon viele Lotto-Millionäre erfahren. Neidische Nachbarn, gierige Familienmitglieder, falsche Investmentberater oder nervige Journalisten, sie alle können und haben vielen Lottogewinnern das Leben bereits mehrfach zur Hölle gemacht. Doch abgesehen von diesen Konfliktherden behauptet eine Studie aus den 70ern, dass ein Lottogewinner wenige Monate nach dem Millionengewinn nicht mehr oder weniger glücklich und zufrieden mit seinem Leben ist als ein gelähmtes Unfallopfer. Die Studie wurde im Journal of Personality and Social Psychology veröffentlicht und sorgte mitunter aufgrund ihres auffälligen Titels bei vielen Menschen für Aufsehen. Für die Studie wurden drei Testgruppen, die sich demografisch nicht voneinander unterscheiden, zu unterschiedlichen Zeitpunkten befragt. Allen wurden die gleichen Fragen bezüglich ihrer Zufriedenheit aktuell, in der Vergangenheit und in der Zukunft gestellt. Die erste Gruppe bestand aus Lottogewinnern, die zweite Gruppe aus gelähmten Unfallopfern und die dritte Gruppe diente als Kontrollgruppe. Das Ergebnis? Die langfristige Zufriedenheit eines Lottogewinners unterscheidet sich nicht von der Zufriedenheit eines gelähmten Unfallopfers. Klar, zunächst sind Lottogewinner wesentlich glücklicher als Unfallopfer. Dieses Glück scheint allerdings sehr kurzweilig zu sein. Die sogenannte hedonistische Tretmühle erklärt dieses Phänomen ziemlich gut. Sie geht davon aus, dass Menschen sich nach sehr positiven oder sehr negativen Lebensereignissen relativ schnell an ein stabiles Level von Glück bzw. Glücklichsein anpassen. Dass man auf Dauer in seiner Zufriedenheit eingeschränkt wird, hängt mit zwei Effekten zusammen, dem Contrast-Effekt und dem Habituation-Effekt. Fangen wir mit dem Contrast-Effekt an. Mehrere Millionen Euro auf einen Schlag zu gewinnen, ist ein einzigartiges, sehr positives und vermutlich sehr emotionales Ereignis, was so schnell nicht wieder eintreten wird. Das wiederum führt dazu, dass gewöhnliche Ereignisse aus dem Alltag im Vergleich weniger wertgeschätzt werden. Die Messlatte für das persönliche Glücksgefühl wird sozusagen angehoben. Langfristig lässt sich dann der Habituation-Effekt, zu Deutsch Gewöhnungseffekt, beobachten. Egal wie positiv ein einzelnes Ereignis ist und egal wie viel Geld man im Lotto gewinnt, man gewöhnt sich an die neuen Vergnügen und all den Luxus, die dieses Ereignis mit sich bringt. Dadurch wird die grundlegende Zufriedenheit langfristig auf ein stabiles Level zurückkehren. Genau andersrum beeinflussen Contrast- und Habituation-Effekt Unfallopfer. Nach dem Unfall führt der Contrast-Effekt zur Milderung der Trauer. Kleine, gewöhnliche Alltagsereignisse werden auf einmal mehr wertgeschätzt, da sie nun mit dem extrem negativen Ereignis in Relation gesetzt werden. Je länger das tragische Ereignis dann in der Vergangenheit liegt, desto mehr gewöhnen sich die Unfallopfer an ihr Schicksal und finden wieder zu einem stabilen Level an Zufriedenheit. Das Ergebnis dieser Studie soll auf keinen Fall nihilistisch gedeutet werden. Sie soll eben nicht verdeutlichen, dass es sinnlos ist, einen Traum oder ein Ziel zu verfolgen, da man am Ende sowieso nicht mehr oder weniger glücklich wird. Ganz im Gegenteil, die Studie zeigt, dass nur das Intensive, Unvorhergesehene, das extrem Positive oder extrem Negative uns langfristig nicht zufriedener macht. Dass unsere aktuelle und zukünftige Zufriedenheit im Kern also nicht auf externen Ereignissen wie einem Lottogewinn oder einem Autounfall beruht, verdeutlicht also eigentlich nur eins. Wenn wir mit unserer aktuellen Situation unzufrieden sind, sollten wir nicht darauf hoffen, dass ein Lottogewinn etwas daran ändern wird, sondern die Situation selbst in die Hand nehmen. Cheers!